SpaceX hat Anfang Februar dieses Jahres 49 Starlink-Satelliten ins All geschossen. Ein Sonnensturm, der zu dieser Zeit wütete, sorgte dafür, dass die Satelliten ihren Betrieb nicht aufnehmen konnten. 40 davon sind bereits in der Atmosphäre verglüht oder werden das in den nächsten Tagen noch tun. Ganz zufällig präsentierte die Europäische Raumfahrtagentur ESA am 10. Februar just ein neues Projekt. Sie stellt in einem brandneuen Video ein besonders interessantes Projekt vor, welches uns in Zukunft vor genau dieser Gefahr schützen soll. Wie konnte das passieren? Wie groß ist der angerichtete Schaden bei SpaceX tatsächlich? Und wie plant die ESA, uns in Zukunft vor diesen gewaltigen koronalen Masseneruptionen zu schützen? In dieser Ausgabe gehen wir all diesen Fragen auf den Grund. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wir haben es ja schon in der Einleitung gehört, dass SpaceX nach dem Starlink-Start am 3. Februar 49 Satelliten in eine niedrige Erdumlaufbahn geschossen hatte. Diese wurden plangemäß im Orbit verteilt und waren nach dem Start unter Kontrolle. SpaceX verteilt die Orbiter deswegen schon auf etwa 210 Kilometer Höhe, damit man sie schnell wieder deorbiten kann, falls sie irgendwelche Fehler aufweisen. Sobald die Checks nach dem Start ergeben, dass alles funktioniert, wie es soll, heben sie ihren Orbit mit Hilfe ihrer Xenon-Ionentriebwerke selbstständig an. Das hilft, den Orbit sauber zu halten. Ein geomagnetischer Sturm hatte dafür gesorgt, dass sich die Atmosphäre erwärmt und somit beim Start der Falcon 9 für bis zu 50% mehr Luftwiderstand verantwortlich war. Während das die Falcon 9 gut wegsteckte, taten das die meisten Starlink-Satelliten jedoch nicht. Sie wurden sofort in den sogenannten Safe-Mode geschalten. Das bedeutet, dass sie sich mit der schmalsten Kante in Flugrichtung ausrichten, um so wenig Widerstand wie möglich zu erzeugen. Wie ein Blatt Papier im Wind. SpaceX behält mit der 18. Space Control Squadron der Space Force und Leo Labs die Satelliten im Auge, bis sie komplett in der Atmosphäre verbrannt sind. Erste Analysen der Lage haben ergeben, dass 40 der 49 Satelliten ihren Betrieb nicht aufnehmen werden können. Diese 40 sind schon in der Atmosphäre verglüht oder werden das noch tun in den nächsten Tagen. Es bleibt nichts übrig. Alles verglüht in der Atmosphäre. Weder im All noch auf dem Boden werden wir Überbleibsel finden. Dennoch ist dieser Vorfall beschreibend für unsere aktuelle Situation. Solche Sonnenstürme können für viel Chaos nicht nur bei Satellitenbetreibern, sondern auch hier auf der Erde sorgen. Wer jetzt glaubt, dass das ein herber Rückschlag für SpaceX ist, der irrt sich gewaltig. Diese Satelliten stellt SpaceX massenhaft her. Sie können sie schneller bauen, als sie hochgeschossen werden können. Tatsächlich hatte SpaceX bis zum 4. Februar 2091 Satelliten ins All geschossen. 1871 davon sind weiterhin im Orbit und in Betrieb. Das heißt, dass sie bereits 220 Satelliten entsorgt haben. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Vorfall SpaceX zwar eine Lektion erteilt hat, aber richtet keinen besonders großen Schaden an. Weder ökologisch noch ökonomisch. Also keine Sorge. Zeitlich zufällig sehr passend, veröffentlichte die ESA am Donnerstag, dem 10. Februar, also eine Woche nach dem Vorfall, ein Video, in dem sie ein neues Projekt vorstellt. Vigil ist der erste Weltraumwettersatellit, der einzige seiner Art, und soll uns in Zukunft vor den Auswirkungen koronaler Masseneruptionen schützen. Wie er das macht, ist besonders interessant. Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Vigil wird Mitte dieses Jahrzehnts 150 Millionen Kilometer von der Erde im 5. Sonne-Erde-Lagrange-Punkt oder L5 platziert werden. Von dort aus wird die Sonde die Sonne und den Raum zwischen ihr und der Erde konstant im Auge behalten. Sie ist so platziert, dass sie Sonnenflecken und aktive Regionen der Sonne rechtzeitig erkennt, bevor sie Richtung Erde rotieren und eine Gefahr für uns werden können. Dabei kann Vigil in Echtzeit mit der Erde kommunizieren. Solche Sonnenwinde können sehr schnell sehr gefährlich für Astronauten im All und für die Infrastruktur auf der Erde werden. Später wird das Thema sogar auf dem Mond wichtig werden. Drück auf Daumen hoch und abonniere Mars-Chroniken, damit du auch in Zukunft weiterhin auf dem Laufenden in der Raumfahrt bleibst. Ich finde es toll, dass die ESA hier langfristig denkt und handelt. In weiterer Folge wird es sogar auf dem Mars relevant werden, dass wir uns vor solchen solaren Events schützen. Die erwähnten dunklen Flecken und aktiven Regionen können zu Sonnenstürmen werden, die das Militär
millionenfache an Energie eines Vulkanausbruchs hier auf der Erde freigeben. Solche Stürme emittieren oder stoßen Strahlen des gesamten Spektrums aus. Von niedrigfrequenzigen Radiowellen über sichtbares Licht bis hin zu hochenergetischen Röntgen- und Gammastrahlen ist für jeden was dabei. Koronale Masseneruptionen können Millionen Tonnen von Plasma in magnetischen Wolken Richtung Erde schicken. Dabei erreichen die Teilchen Geschwindigkeiten von bis zu 3000 km pro Sekunde. Prozesse, die damit in Verbindung gebracht werden, sollen dafür verantwortlich sein, dass manche der Partikel in dieser Plasmawolke vom Sonnenwind auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Dann kann es manchmal vorkommen, dass diese ausgestoßene Materie, Strahlung und das Plasma in einem atemberaubenden Spektakel auf unsere Atmosphäre trifft. Unser Magnetfeld leitet glücklicherweise das meiste davon auf die Polregionen. Das kann sehr schön sein, aber beschädigt alles Elektronische. In so einem Fall sind Bereiche wie die Stromerzeugung in Kraftwerken, Luftfahrt, Navigation, der globale Transport, Wetterdienste und Telekommunikation sehr schnell und sehr stark betroffen. Besonders in Gefahr sind unsere Astronautinnen und Astronauten im All. Aber auch Menschen, die sich in den Polregionen aufhalten, sind betroffen. Und wenn sie nur in diesem Moment im Flugzeug drüber fliegen. Alle Vigil-Daten fließen in das ESA-Weltraum-Wetter-Service-Netzwerk. Dort werden die Daten in nützliche Informationen umgewandelt und schnell und kostenlos mit der Weltgemeinschaft geteilt. Das wird uns in Zukunft davor bewahren, so einen Fehler, wie ihn SpaceX gemacht hat, erneut zu begehen. Der Name kommt aus dem Lateinischen. Vigil leitet sich aus Vigilis Exceptus ab. Das ist etwa mit Wachposten oder die Wache zu übersetzen. Und Vigilia bedeutet Wachsamkeit. Vigil soll mit den Kameras und Sensoren unsere lebensspendende Sonne konstant im Auge behalten und einen Beitrag dazu leisten, die Erde und das Leben auf ihr zu schützen. Richtig coole Aktion von der ESA. Was sagst du dazu? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.